Flunkyfest an Pokémon mit den Typen Stahl und Fee existiert seit der dritten Spielgeneration und vor der sechsten Generation besaß es ausschließlich den Typ Stahl. Seit der sechsten Generation ist es in der Lage, eine Mega-Entwicklung zu Mega-Flunkyfer zu vollführen. Flunkyfer ist ein kleines, zweibeiniges und humanoides Pokémon, das schwarz und gelb auftritt. Der Körper ist hauptsächlich gelb gefärbt, die Ausnahmen davon bilden Hände und Füße sowie die Haare und das Maul an seinem Hinterkopf. Auf diesem ist ein ovaler Bereich, welcher gelb auftritt, zu sehen. Das Aussehen von Flunkyfer wird besonders durch sein großes Maul entscheidend geprägt, da der Körper an sich eher zierlich erscheint. Das Pokémon hat einen runden Kopf, an dessen Seiten zwei breite Strähnen zu sehen sind. Oben aus dem Kopf wächst zunächst wie ein Zopf ein schmales Stück Haar, bis es in einem breiten, stark bezahnten Maul endet, welches etwas länger als der Körper selbst ist. Flunkyfer ist in der Lage, das Maul zu öffnen und zu schließen. Das Gesicht setzt sich aus den großen Augen und dem Mund zusammen. Die Augen selbst bestehen aus weißer Lederhaut, roten Iriden und schwarzen Pupillen. Ein äußerst schmaler Hals verbindet Kopf mit Körper, die Arme verfügen an den Händen über drei sehr kurze Finger und seine Beine sind ziemlich breit, die Füße hingegen sehr klein. Durch die Nutzung eines Flunkyfer-Nieten kann das Pokémon eine Mega-Entwicklung vollführen. Dabei wird es in etwa doppelt so groß wie das Original. Farblich verändert es sich so weit, dass die Iriden, die Beine und Handgelenke nun violett erscheinen. Auch sind die Pupillen in dieser Form weiß, die Haarsträhnen sind um das Doppelte herangewachsen und statt einem sind zwei Mäuler an seinem Kopf. Diese sind nun auch größer als die Ursprungsform und verfügen ebenfalls über Haarsträhnen. Zusätzlich sind Zähne gewachsen und in der Shiny-Form sind die Formen als schwarzen Bereiche leicht dunkelviolett gefärbt. Bei Mega-Flunkyfer färben sich die violetten Areale zusätzlich schwarz. Flunkyfer hat ein hübsches Erscheinungsbild. Dieses nutzt es gemeinsam mit einem unterwürfigen Blick und anmutigen Bewegungen dazu, Gegner in Sicherheit zu wiegen und selbstgefällig zu werden. Dann wirft es sich dem getäuschten Gegner oder gegenüber mit seinem gigantischen Stahlkiefer gnadenlos entgegen, welcher Eisen zermahlen kann. Es nutzt den metallenen Kiefer für Attacken wie Eisenschädel, Knirscher oder Klammer aus. Kann zudem durch Attackenlehre eine Vielzahl von Elementarattacken wie Feuerzahn oder Eiszahn erlernen. Und sein trickreiches Wesen führt dazu, dass es eine Menge Unlichtattacken erlernen kann, obwohl es diesem Typen nicht angehört. Dazu gehören Tiefschlag und Biss. Es weiß sein niedliches Aussehen mit Attacken wie Trugträne oder Knuddel zu auszunutzen, deshalb steht es Feinden mit dem Rücken zugewandt. Der kräftige Kiefer spiegelt sich ebenfalls in seinen Fähigkeiten Scherenmacht und rohe Gewalt wider. Er wirkt zudem durch seine raue Gestalt auf viele Pokémon bedrohlich. In seiner Megaform prägt Flunkyfer einen zweiten Kiefer aus, was sich in seiner Fähigkeit Kraftkoloss erkennbar macht, die seine Angriffskräfte verdoppelt. Flunkyfers Lebensraum erstreckt sich auf höhlenartige Gebiete wie die Urzeithöhle in Hönn oder die Leuchthöhle in Kalos. Dort lebt es versteckt zwischen Geröll und ist deshalb auch nur selten anzutreffen. Es ist aufgrund seines hübschen Aussehens bei Trainern beliebt, hat jedoch ein verschlagenes, trickreiches Wesen. So lenkt es andere Pokémon mit seinem schönen Gesicht ab und beißt dann mit dem gewaltigen Maul zu. Dabei hat Flunkyfer keine Vorstufe und ist auch nicht dazu in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Allerdings ist es ihm seit Pokémon X und Y möglich, mithilfe eines Flunkyfer-Nieten eine Mega-Entwicklung durchzuführen. Diese kann man in der Anime-Folge das Band der Mega-Entwicklung beobachten. Ist es immun gegen Gift, nimmt halben Schaden gegen Normal, Pflanze, Eis, Flug, Psycho, Käfer, Gestein, Geist, Drache, Unlicht und Stahlattacken, doppelten Schaden gegen Feuerkampf und Bodenattacken und der Rest macht normalen Schaden. Beziehungsweise das war nur bei der Version, wo er nur Typ Stahl hat, bei seiner Typkombination, also ab Generation 6 und Megaflunkyfer. Ist es immun gegen Gift und Drache, nimmt Viertelschaden gegen Käfer, nimmt halben Schaden gegen Normalpflanze, Eis, Flug, Psychogestein, Unlicht und Fee-Attacken, doppelten Schaden gegen Feuer- und Bodenattacken und der Rest macht normalen Schaden.